Liebe Kunstfreunde, herzlich willkommen auf dem neuen YouTube-Kanal der Galerie Geiger. Mein Name ist Stefan Geiger, ich bin promovierter Kunsthistoriker und ich leite diese Galerie in der zweiten Generation. Der Schwerpunkt unseres Galerieprogramms ist die Avantgarde der 1960er Jahre. Die Jahre um bzw. kurz nach 1960 gehören sicherlich zu den spannendsten und folgenreichsten der neueren Kunstgeschichte. Sehr viele Künstler haben damals neue Konzepte entwickelt. Sie haben mit neuen Materialien gearbeitet und diese Konzepte und ihre Arbeitsweise, die wirken zum Teil bis heute nach. Viele Betrachter, die Arbeiten von Künstlern aus dieser Generation heute am Beginn des 21. Jahrhunderts sehen, können sich deswegen kaum vorstellen, dass diese Konzepte schon so alt sind, 50, 60 oder mehr Jahre auf dem Buckel haben. Ein gutes Beispiel für einen Künstler, der sein Konzept damals entwickelt hat und der immer noch aktuell und zeitgemäß ist, das sind die Arbeiten von Klaus Staudt, die ich Ihnen jetzt näher vorstellen möchte. Klaus Staudt, von dem wir gerade eine schöne Einzelausstellung zeigen, ist ein typischer Vertreter dieser 60er Jahre Avantgarde. Er war Mitglied der internationalen Gruppe Neue Tendenzen und gehört ins Umfeld der sogenannten Serum-Bewegung, einer Bewegung, die es sich zum Ziel gesetzt hatte, nochmal ganz neu anzufangen, die Kunst sozusagen nochmal bei Null zu beginnen, mit neuen Materialien, neuen Techniken zu experimentieren. Heute finden sich Werke von Klaus Staudt in vielen großen Museen Europas und er zählt zu den bekanntesten Vertretern der sogenannten konstruktiven oder konkreten Kunst, wird aber auch ins Umfeld der Op-Art oder Optical Art zugeordnet. Warum das so ist, werden Sie gleich erkennen. Seit Anfang der 60er Jahre schon arbeitet Klaus Staudt streng seriell. Er benutzt einfache Elemente. Es interessieren ihn Rhythmus, Licht und Schatten. Er arbeitet bevorzugt im Medium des Reliefs. Und da hat er der Kunstgeschichte eine ganz neue Dimension im wahrsten Sinne des Wortes hinzugefügt, nämlich er hat das mehrschichtige Relief erfunden. Das war ihm möglich, weil er Anfang der 60er Jahre für ihn den neuen Werkstoff Plexiglas entdeckt hat. Und damit war es ihm möglich, die verschiedenen Elemente in der Tiefe zu staffeln. Was für einen Effekt das ergibt, das zeige ich Ihnen jetzt gleich, wenn die Kamera an einer dieser Arbeiten vorbeischwenkt. Sie sehen, je nach Blickwinkel ergeben sich ganz andere optische Strukturen. Einmal wird das senkrechte Element betont, dann wieder das in der Tiefe liegende waagerechte Element. Es ist ein Spiel von Vorder- und Hintergrund und dieses Spiel variiert je nach Position des Betrachters, je nach Ausleuchtung, je nach Tageszeit, ja sogar je nach Jahreszeit. Damit ist das Werk nicht fertig und statisch, sondern es wird dynamisch. Es bezieht den Betrachter, das Licht, die Umgebung in den Werkprozess ein. Und es führt dazu, dass man diese Arbeiten in jeder Lichtsituation wieder neu, wieder anders wahrnimmt. Ich hoffe, ich konnte Sie auf Klaus Staudt und unsere Ausstellung etwas neugierig machen. Weitere Informationen finden Sie unter galerie-geiger.de sowie auf unserer Facebook-Seite und unserem Instagram-Account und natürlich auch demnächst hier auf unserem neuen YouTube-Channel. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns treu und bis bald.